Ja. So, Erik. Wäre ja cool, wenn es hier halt allgemein drin schneien würde. Frage mich, was hier wohl für besondere Zutaten wachsen. Hey. Ja, wir haben was von Maui gelernt. Er sagt, wir müssten einen Gegenstand verzaubern. Ich habe alles zusammengestellt, was wir für den Zauber brauchen. Bis auf den Gegenstand, den wir verzaubern müssen. Ein Gegenstand verzaubern? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte mal, Ursula. Als sie mit Ariel eine Abmachung für ihre Stimme machte, benutzt Ursula einen Nautilus-Muschelanhänger. Man konnte sie mit Ariels Stimme, konnte sie mit Ariels Stimme zusprechen. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Also wissen wir, dass sie verzaubert werden können. Eine Nautilus-Muschel. Okay, das ist dann besorgen. Das wird nicht einfach, da sie tief unter den Wellen leben. Vielleicht können wir eine nach oben locken. Sie sind Aasfresser. Wir brauchen etwas, das übel riecht. Also käme es aus den Tiefen des Ozeans. Ich habe dieses Fischdarmöl, das Matrosen manchmal verwenden. Vielleicht können wir sie mit ein paar anderen Zutaten kombinieren. Aber ich bin mir nicht sicher, was funktionieren würde. Okay, ich werde Remy fragen. Er weiß alles über die Kombination von Geschmacksrichtungen. Das ist toll. Hier. Nimm das Fischdarmöl mit. Und danke nochmal, dass du mir geholfen hast. Ja. Ist ja wunderbar. Vielen Dank. Ich musste mir mein Essen machen. Hallo, Vincent. Hier drüben. Bin ich doch gar nicht. Ausschlag bei Mikros an. Mein Mikro schlägt aus. Du hast mir ganz kurz einen Schreck versetzt. Weißt du das? Ich sag gerade so, nein. Geht beim Mikro jetzt doch flöten? Achso, wie lange muss ich denn noch? Boah, immer noch so lange. Wie bestimmt wegen dem Alarm. Kann durchaus möglich sein. Auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe. Mein Handy zum Beispiel gibt halt auch keine Benachrichtigung. Also von daher. Also ich muss ja sagen, zu dem Zeitpunkt, wo es dann scheinbar gewesen sein soll, hier war nichts. Also bei mir weder auf dem Rechner noch auf dem Handy. Nirgends. Also ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man das einstellen. Aber ich wüsste jetzt nicht mal wie. Also wenn irgendwann mal ein Notfall sein sollte, ich gehe drauf. Schlecht, dass er lieber nicht bundesweit. Also, zumindest wenn man es selbst einstellen muss, wie es erscheint. Also, ich bin am Arsch, wenn man was sein sollte. Du da, ich brauche dich. Weil, ja gut, wie gesagt, bei mir ist nichts. Gab danach für Frisches. Das war's dann aber auch schon. Und halt, wie das Wetter ist. Also, ja. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.
Nee. Sei gegrüßt, Nachbar. Das kostet wenig. Freundlichen Dank. Das nehmen wir. Ja, ist die günstigen Sachen, danach die teuren. Hallo. Hey, hey, hey. Das nehmen wir auch mit. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Die Möbel werden dir nie angezeigt. Das habe ich. Das habe ich nicht. Sei gegrüßt, Nachbar. Einen schönen Tag noch. Oh. Ah, war mir auf dem Handy eine SMS gekommen und ein paar Wochen auf dem Bildschirm. Schrecklichen Sirenen haben wegen dem Mist jetzt Kopfschmerzen. Oh, scheiße. Also wie gesagt, bei mir kam halt gar nichts. Also Sirenen müsste ich eigentlich selbst hier unten hören. Zumindest wenn Feueralarm ist, höre ich das eigentlich. Ne? Also zumindest wenn... Gehen die samstags oder gehen die sonntags? Ich weiß es nicht. Ich glaube sonntags gehen die. Höre ich das für gewöhnlich auch hier unten, aber... Ja. Nö, hier war nichts. Hey, hey, ich hoffe, du hast einen lukrativen Tag. Es sei denn, ich bin taub. Plötzlich. Einen schönen Tag noch. Das schlägt, schlägt die Erkältung doch mehr zu. Auf Wiedersehen und bis bald. Wer sind die Sachen? 8000. 16.000. Gelegene Alarmsirene. Woher wird sie nicht? Ja, hier in der Straße irgendwo müsste eine sein. Hallo. Eigentlich. Rein theoretisch. Einen schönen Tag noch. Damals hatte ich so direkt nebenan. Als ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt habe. Da war sie direkt nebenan. Mhm. Aber selbst dann ging sie. Nur samstags. Halt. Als wo ich mir jetzt den Stress dafür mache. Das wird ja hier irgendwo einer sein. Außerdem ziehe ich bald weg. Das ist dann das Problem der Anwohner. Nein. Hier wird ja sowieso definitiv einer sein. Ich weiß halt nicht, wo direkt. Dinger siehst du ja nie. Außerdem sitze ich im Keller, ich höre hier nichts. Also, außer die Feuerwehrsirene, diese höre ich natürlich. Es kann auch sein, dass ich sie einfach nicht gehört habe, weil ich krank bin. Aber wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Eigentlich höre ich noch ganz gut. Nö. Ja, ich weiß, wie laut die Dinger sind. Wie gesagt, ich hatte das früher ja direkt nebenan. Aber... Seid ihr mich stört das jetzt nicht. Vielleicht bin ich bei sowas auch nicht ganz so... Weiß nicht. Ich hab mir da auch, wenn ich ehrlich bin, nie Gedanken drüber gemacht. Früher in der Stadt, wo ich ja noch bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich es hingenommen. In der anderen Wohnung habe ich es hingenommen. Das wird hier bestimmt irgendwo sein. Es gibt doch keinen Ort, wo es das nicht gibt, oder? Eigentlich. Würde man zumindest annehmen. Eigentlich. Wie viel brauche ich? 2. Yay.
Huch. Naja, na, kannst du aufhören, die Dinger durch die Gegend zu werfen, bitte? Wäre sehr lieb. Manchmal. Yay. Neue Erinnerung. Mehr Punkte. Pflichten. Nehme ich die Laterne? Das ist ja kein Motiv, das ist ja was zum Hinstellen, ne? Glaube ich. In Richtung Krieg gehen könnte. Ja, ganz ehrlich, wenn es gegen Krieg, also wenn Krieg kommt, dann ist das halt so. Können wir sowieso nichts dran ändern. Von daher. Guten After. Hallo, Avi. Wunderschönen guten Morgen dir. Was nehme ich denn? Was nehme ich den Marktstand? Ich weiß es doch nicht. Was denn? Wir nehmen den Weihnachtsbaum. Ich hoffe, es geht dir gut, Avi. Wie lange darf ich jetzt noch den Baum suchen? Bitte sag, dass er da überhaupt drin ist. Ist er. So, da bleibt er nicht, keine Angst. Was ich, wo ich mit meinen ganzen Sachen hin soll. Wurde zum wegen sich. Ja, das Thema haben wir gerade. Ja, dann die AK. Also, der Bunker ist 30 Kilometer weg. Ich glaube, bringt da nichts. Nicht wirklich, nee. 30 Kilometer ist ein bisschen weit. Also wir haben direkt das Bundeswehrgebiet neben uns. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Bundeswehrgebiet müsste 5 Kilometer, 10 Kilometer entfernt sein. Modus sein geht das. Wenn man sportlich ist, vielleicht. Also ich würde es nicht hinkriegen. Well, oh, schon wieder rausgetappt hier. Wie gesagt, ich mache mir da tatsächlich wenig Gedanken. Wenn es passiert, passiert es halt, ne? Können wir da eh nichts dran ändern. Von daher. Es ist, wie es ist. So. Nein. Ich hab Mist gebaut. Oh. Ich hab nicht genug Steine. Fürchte ich. Wow. Wie mit Schwerter verteidigen hilft doch nichts gegen das von oben. Egal, du machst einfach so. Sieht bestimmt gut aus. Hust, hust. Sushi, ja! Wie beim Sushi machen. Oder Kung Fu. Einfach wegtreten. Passt doch.
Passt doch perfekt. Ich weiß nicht, wo ich mit dem Baum hin soll. Kann ich die Brücken nicht verschieben? Ich hätte den Baum halt gern hier so. Nein, das ist nicht der Modus. Das ist der Modus. Weg damit. Herr Kieren, was macht das? Einfach testen. Aber was ist eigentlich für ein Knopf? Knöpfe sind da, um gedrückt zu werden. Da gibt. Okay, warte mal. Ah, das ist das und. Warte mal. Hä? Da geht beides weg. What? Ich bin sichtlich verwirrt. Nach 5 Minuten darf man reagieren. Okay. Jetzt bekommst du eine Übersicht, stand da. Okay. Hat Twitch schon wieder irgendwas geändert? Ich weiß von nichts. Merkt man, glaube ich, oder? Das ist mir gestern noch nicht aufgefallen. Das ist genau wie Discord. Bei Discord ist es auch schon wieder irgendwas umgestellt, wo ich mir denke, so, was wollt ihr von mir? Scheint neu, okay. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Also vorhin, wo ich einen Stream geguckt habe, da war tatsächlich gar nichts. Aber vielleicht war ich auch einfach nur blind. Das kann auch sein. Würde mich nicht wundern. Hoch. Wir essen keine kleinen Vorteil. Fange Königsfische. Was sind denn Königsfische? Oh mein Gott, was ist denn ein festlicher Bausch? Bin ich blind da? Okay. Genauso wie die rote Alge. Kaffeebohne, woher kriegt man eine Kaffeebohne? Den haben wir auch noch nicht gekriegt. Halt durch den Abfall geschwommen. Mickey und Co. immer im Fluss werfen. Der ist im Meer treibt und der ist jetzt schön geschmückt mit Plastik und alten Socken. Oh mein Gott. Ja gut, wer weiß, ne? Möglich wär's. Oh, der arme Fisch, ey. Der arme, arme Fisch. Umweltverschmutzung in Disney. So ein LED-Fisch, der dann immer aufleuchtet. Der blinkt dann immer so. Oh, arme Fischis. Boah,
brauche mehr Steine. Da klebt sich keiner auf. Das ist eigentlich Skandal. Oh. Ach ja, schön. Ihr habt schon wieder Ideen. Ich schreib mal lieber nicht. Okay, Vincent, jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt haben wir ein Problem. Bist du sicher, dass du sie nicht schreiben willst? Na gut, das ist sein, das könnte was sein, wo der Bot meckert, aber. Okay. Na gut, sei dir gestattet. Behalt deine Geheimnisse für dich. Nur seltsam, dass aus Eiskristallen Schnee entsteht. Oh. Wie viel Stein habe ich jetzt? Immer noch nur 36. Aber sie könnten lustig sein. Eventuell. Bin zu fett, um da durchzukommen. Unglaublich. Jetzt alles nur, um diese Scheiße da zusammenzukriegen. Oh, verwerflich. Ach, Pappler, Schluck. Wow. So. Zaun. Weg. 44. Da komme ich nicht weit mit. Es gibt aber auch keine schönen Zäune. Nichts, was verwerflich. Viele Disney... Charaktere, klar, keine Hose besitzen und untenrum nackt sind. Donald. Beispiel. Hallo, Shady. Ich hoffe, es geht dir gut. Wie ihr alle geweckt wurdet. Okay. Das mag ich nun gehen, schon gruselig. Stimmt.
Also ich wurde nicht geweckt. Ich wäre immer noch wach. Also ich habe auch nicht lange geschlafen tatsächlich. Ich habe von 1 Uhr bis 7 geschlafen. Um 8 Uhr bin ich aufgestanden, weil Frisches losgefahren ist. Frisches kommt nämlich erst morgen Abend wieder. Oder morgen Nacht, besser gesagt. Von Freitag auf Samstag kommt er irgendwann wieder. Rein theoretisch hat der Kerl ja Urlaub. Heute macht er im Haus weiter. Ist da am Renovieren. Und morgen hat er einen Geschäftstermin. So viel zu Urlaub. 40 Stunden. Vincent. Also ja, ich weiß, aber... nicht gut. Nicht gut. Ich würde dir ja anbieten, dass ich dir ein Schlaflied singe. Problem ist, dann bist du erst recht wach. Denn ich kann nicht singen. Beschneiter Baum. Ich muss jetzt ewig bleiben. Wieso denn? Musst du noch wohin? Weiß aber nicht, wie das ich dekorieren soll. Ohne Weide. Würde ich tatsächlich eher hier hinpacken. Irgendwann kommt Arzt vorbei. Ah, okay. Ärzte sind meh. Ach, Ärzte nicht. Aber gut, das muss, ne? Bleibt er mir in dieser noch übrig? Ich weiß noch nicht, wie ich das hier schmücke. Viele Dekorationsmöglichkeiten haben wir nicht. Jetzt kommt er zu mir. Das stimmt. Das Glück hätte ich bei meinem Arzt nicht. Nur eine Stunde Schlaf. Wo ich glaube, wenn man nach 42 Stunden dann einschläft, dann wacht man nicht mehr auf erstmal. Wäre zumindest meine Angst. Kann man darauf gehen? Warte mal. Das will ich mal kurz testen. Ob das Steine sind, auf denen man laufen kann. Einschlafen ist... Happy Ending sind. Will ich nicht... verständlich. Kann man. Das ist gut. Okay. Dann... Ich hoffe, dass sie die Anzahl hier bald mal erhöhen. Na gut, das zählt zwar bei dem anderen nicht mit rein, aber...